Meine Prinzessin. Achso, wir wollten ja Munition sparen, ne? Wir wollten Munition sparen? Dann nehme ich mal den Bolzen, Schuss, Bogen, Armbrust, Gedöns. Klappt auch gut. Wenn er nicht so zittern würde beim Zielen. Ich glaube, mein Spieler hat Parkinson. Und irgendwie schieße ich daneben. Ich auch. What the fuck? Ach. Scheiß auf den Rechtsklick, einfach mit dem normalen Fadenkreuz, wie man es machen sollte. Einfach zu behindert zum Zielen. Oh. Einfach mit dem normalen Fadenkreuz, Josi. Ja, ja. Ich habe mir beide Arme und ein Bein weggeschossen und er kriecht einfach immer noch. Aber manche sind halt hart am Nehmen. So, jetzt komme ich natürlich nicht dahin, um sie zu looten, ne? Top. Echt, mein Maus hat doch so tolle Gänge gekramt, das kann überhaupt nicht sein. Naja, da wo ich jetzt bin, ist noch keiner. Obwohl er schon ziemlich weit ist. Muss ich halt den langen Weg gehen. Hui! Vielleicht nehme ich noch das Moped. Nein. Hasse das, wenn die immer nur diese bekackten Sandwiches dabei haben, ey. Und damals waren die so gut. Für dich ja. Ich habe noch nie. Ich habe die nie gegessen, ja. Ich hatte so wenig Vergiftungen. Ja, Daniel, du sprichst immer davon, dass du kein Glück hast. Ich wollte gerade das Gleiche sagen, genau. Das ist ja wohl meine dreckige Lüge. Ups. Wenn es noch nicht so ruckeln würde, dann könnte man auch vernünftig zielen. Ah, was zum... Was zum Teufel? Das war ja eine ganze Horde. Na nu. Oh, Jule! Jule ist online! Mach dich nicht nach! Mein Baby muss sich hier so sehr! Doch, das ist nicht wahr. Ich kann damit leben. Ja, weil wir später den Schlauch. FAM finde ich gerade keine weiteren Tiefstände finden. Hallo, wir können ja zu aggressiv sein. Die sind schön über ihre eigenen Leute gelaufen. Hat schön geschmatzt. Erstmal das aufheben und dann gucken, was das ist. Oh, ich bin selbst. Ein Knüppel. Das waren ganz schön viele irgendwie. Ich dachte, dann müsste es jetzt ganz schön gewendet sein. Ein roter Puffmantel. Ich schwöre, er stand genauso da. Ich hatte gerade... Baby! Eine Suppe. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich keinen Platz mehr habe. Aber ich habe ja noch ungefähr 3 Millionen Ziegelsteine drin.
Super, eine Hütte mit 1000 Sachen, wo nirgends was drin ist. Fuck my life. Aber man hört sofort, dass Jule wieder da ist. Sie ist an mir vorbeigesprungen und so. Wird's abgestöhnt. Erst wenn wir das, die Taschen leer machen hier. Marius braucht ja nur die Knochen, ne? Braucht jemand das verrottende Fleisch? Das kannst du mit oben in die Zutatenkiste tun, daraus kann man Dünger machen. Gut, gut, dann tue ich das. Haufenweise Eisen mit, ja. Eisenadern, ich muss da durch. So. Nee, ist ja gut, man kann nicht zu viel Eisen haben. Ich habe das jetzt eher so verstanden, dass du welches brauchst. Hatten wir nicht irgendwo nochmal Talg gehabt? Talg, ja. Müsste eigentlich einiges da sein. Nee, ich glaube, das hat Carsten verarbeitet. Ach so, für den Hopfen? Oder? Entweder dafür oder für das Biosprit. Ah, hier, bei Marius liegt noch genau einer drin, da packe ich es mal dazu. Tjo. Kann ich ja mal meine Pflastersteine aufwerten. Beziehungsweise Pflastersteine setzen, würde ich sagen. Achso, ich muss aus den Pflastersteinen noch mehr machen, vermute ich mal. Pflastersteinrahmen setzen und dann musst du aus den Steinen... Ich hab, Achtung, ich bin in einem Steinfeld, wo man keinen Stein abbaut, sondern ausschließlich Eisen. Okay. Eisen und Nitrat, mir fällt hier nie ab gerade. Daniel, du musst aus Lehm und Steinen noch Pflastersteine machen, mit denen du... Hab ich ja. Wie krass ist das? Warum? Und warum ist es so? Gute Frage. Hau rein, Josi. Nimm dir alles, was du brauchst, was du kriegen kannst. Das ist ja übel. Ist das ein Bug? Weil eigentlich gibt's sowas nie. Ich kann nicht platzieren, warum nicht? Neo, das ist keine Erz, das sind die ganz normalen Steine, die oben rumliegen, bloß dass ich keine Steine sammle, sondern nur Erz. So. Ich kann mit den Pflastersteinrahmen nicht auf. Ach, warte mal. Ach so, mit der Axt wieder, ne? Ich bin sicher. Na, Sichi! Ich bin auch ein Honk. Geht das auch irgendwie schneller als mit der Axt? Jule könnte recht haben, hast du ein Inventar? Nee, voll? Ich hab frei, weil ich noch Platz lassen wollte zum Sammeln. Okay. Meist die Steine die ganze Zeit schon zwischendurch raus, weil die ja keine Sau brauchen. Ja. Es ist auch nur abwechselnd immer mal. Jetzt gerade zum Beispiel alles normal. Ja. Gut, dann nehme ich mal einen Hammer, dann, wenn es damit schneller geht. Ja, deswegen wollte ich einen Hammer haben. Fun Fact am Rande, Battlegrounds hat mittlerweile 2 Millionen Kopien verkauft. Alter, die müssen im Geld schwimmen, die Leute. Ich will jetzt endlich alle Bugs fixen. Ja. Und die Performance verbessern. Okay. Merkt euch, Kinder, den Scheiß, die scheiß Luke da enden zu lassen, wo die Leiter endet, funktioniert nicht. Okay. Geht jetzt aber nicht wesentlich schneller als mit der Axt. Doch. Echt?
So, bis darauf, dass die Wege dann teilweise einfach enden, sieht es auch ganz gut aus. Tat, tat, tat. Noch mal Texturen zum Rendern, noch weniger FPS. Woo! So, hier. Da muss ich gleich. Was ich eigentlich noch fragen wollte, Daniel, gab es zu deiner Verteidigung irgendwelche total gemeinen Fragen? Total gemein nicht, nö. Nee. Aber ausreichend gemein, dass ich erstmal rumgehaspelt hab. Also bei manchen. Du hättest dir nur eine Überspielungstaktik ausdenken müssen vorher. Naja. Danke Ihnen für diese Frage. Ich werde stattdessen eine andere beantworten. Nee, hätte ich den Spaten gemacht oder so. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich will aber noch hier an der Stelle nachfragen, ob es noch weitere unnötige Fragen wie diese gibt. Diese Frage würde ich mir gerne für später aufheben. In der Hoffnung, Sie vergessen sie. Gibt es für so eine mastermündliche Prüfung eine Maximalzeit? Ja. Wenn, dann wurde sie nicht eingehalten. Wie gesagt, meine Verteidigung ging von 9.30 Uhr bis um 11 Uhr. Und ich habe eine halbe Stunde wirklich punktgenau Vortrag gehabt. Und der Rest waren Fragerunde. Ich dachte, ich gehe krachen, Alter. Oh. Kamen auch Fragen aus dem Publikum? Ja, aber nur 2 oder 3. Wo ist denn jetzt hier? Gab es nicht noch irgendwo eine Kiste mit Old Cash? Bei den Jetons liegen? Verlegenes Papier, brauchst du nicht. Okay. Jule ist wieder im Spiel. Yeah. Wupp, wupp, Jule! Bei unangenehmen Fragen einfach Rauchbombe schreien und den Raum verlassen. Guter Tipp von Leo. Ja, unglaublich gut, wie viel Schwarzpulver wir da rauskriegen. Oder Schießpulver, besser gesagt. Da muss ich wohl nochmal Hülsen nachproduzieren. Jetzt hat sich doch schon wieder jemand bedient. Das habe ich genau gesehen. Patronenhülsen. Patronenhülsen. Was? Nur 68? Wir haben irgendwie kein Kupfer. Ich glaube, Jule ist schon wieder rausgeflogen, oder? Kupfer? Nee, doch nicht. Hier. Messing. Ja, genau, Messing. Messing ist extrem schwer ranzukriegen, habe ich auf Kindsmann gefunden zuletzt. Ja, das ist natürlich blöde. Teilt. Daniel, hier! Ja. Moment. Ich muss den erstmal auf Karte zeigen. Sehe ich den so? Wenn du ihn als schnellen Wegpunkt setzt, wird er dir angezeigt oben im Kompass. Jo, hab ich. Kann dann losgehen. Folge mir, junger Padawan. Ich bin schon losgefahren. Achso. Hui. Fahr nicht ins Wasser, hier sind ziemlich viele Seen. Wow, scheiße. Blub. Mein Motor hat verloren. Ah, ich hab natürlich jetzt... Oh, ich hab... Hey, ich kann auf meinem Motorrad nicht aufsteigen. Ich hab meinen Schraubschlüssel... Oh, ist das behindert. Da kann ja, ich... Die Bikes sind ja auch mega verbuggt, also... Ich fahr jetzt überholt mich Daniel! Nee, ich hab meinen Schraubschlüssel vergessen. Ich muss nochmal zurückfahren. Schnell! Schraubschlüssel bei? Kein Schraubschlüssel bei, ja. Moment, da hast du einen bei, mein Josi. Ja, klar.
Na klar. Das Feuer wärmt dich durch die Wand. Macht Sinn. Mhm. Radius ist Radius. Ich muss gleich Schluss machen. Er ist schon wieder 11. Aber die Blutwundnacht müssen wir noch machen. Naja, von mir aus. Danach singe ich dich in den Schlaf. Schlaf ein jetzt! Ich kann ein. Sag mal, oh, ich kann ein halbes Lied auf der Gitarre, das könnte ich spielen. Wie er das leise Tuckern die Ohren, den Ohren schmeichelt. Des Motorrads. Hui. Und dann ploppt einfach ein Tümpel aus dem Nichts auf. Mhm. Aber ich habe ihn gekonnt umfahren. Boah! Wir müssen definitiv eine andere Fahrt zurücksuchen. Jetzt wäre ich fast in eine kleine Flitze reingefahren. Ach, da seid ihr lang, ja. Also ich hab's geschafft, ich nicht, was dein Problem ist. Es war knapp, aber... Ja, die Seen müssen wir mal zupflastern. Genau. Einfach. Carsten macht das, der kennt sich aus mit Wasser. Okay. Ah, dann macht er die Seen aber nur größer. Ja, er verteilt sie im Umland auf jeden Fall. Ja. Wie ihr wolltet, habe ich jetzt unser gesamtes Haus eingewässert. Rundherum. Was? Ja. Hey, Jule, wir haben übrigens ein Minibike komplett verloren, ne? Da bin ich abgestiegen, dann gab es einen Server-Bug, also Server-Lag. Und es war auch nie wieder gefunden. Man kann die zwar wohl mit einem Befehl auch serverseitig auf der Minimap zeigen lassen, aber man sieht dann alle, also auch die von ganz weit entfernten Mates, sozusagen, da weiß man sofort, wo Bases sind, deswegen wird das auf Servern nie angemacht. Aber wenn man im Singleplayer ja, Leo, genau, das meinte ich. Befehl aktivieren, ist schon ewig bekannt, eigentlich wurde schon damit gerechnet, dass das endlich mal sozusagen reingepatcht wird, aber... Battlegrounds ist so das Negativbeispiel dafür, für Lautstärke von Fahrzeugen. Da waren sie wieder meine drei Probleme. Batterie alle, Sprit alle, Motorrad kaputt? Du willst geradeaus fahren, aber geradeaus ist ein Berg. Also so eine Steilwand, wo du nicht hochkommst. Ja. Dann habe ich dich bestimmt gleich. Huhu. In deinen Träumen. Das muss ein ganzes Auto sein, wa? Nicht diese ausgebrannten? Doch, du kannst alles machen. Die haben nur nie jeder eins. Ich bin schon an der Stadt, wo ich hin wollte. Es muss die eins der ersten beiden Stufen sein, glaube ich. Weil auf den höheren hast du... Also, sobald es kaputter ist, hast du dann keine Bauteile mehr drin. Okay. Dann nur noch Eisen und so. Genau, Eisen und Benzin hast du dann nur noch drin. So, ich verjag hier schon mal die Untoten, dann können wir besser looten. Gut, dann fahre ich mal weiter, weil hier sind nur noch ausgebrannte. Also ich bin der Meinung, dass die kannst du trotzdem looten, Daniel. Wir brauchen auch das Eisen da draus. Und das Benzin eigentlich auch. Wenn wir den Erdbohrer benutzen, dann geht das flöten wie nichts anderes. Aber wir benutzen den Erdbohrer doch nie. Richtige Angst verbunden. Aber ich brauche noch einen. Aber Daniel, du bist doch noch gar nicht bei mir, oder doch? Nee, ich bin auf der Straße. Und da stehen schon einige Autobugs. Ja, die Frage, wo bist du lang gefahren, Josi? Na, ich bin direkt zu der Fahne gefahren, wo ich hin wollte. Ja. Also so wie ich sonst auch mache, querfällt ein. Wahrscheinlich. Ich jetzt hinkomme, Jule, und ich guck, wie viel bei dir ein bisschen ist. Wie viel ist dann da? Auf jeden Fall habe ich hier gerade die ganze sämtliche Bewohner auf mich gezogen. Oh, ein bisschen. Ich habe jetzt irgendwie so 100.000 gewartet oder so. Hast du trotzdem Lust, vielleicht zu mir zu kommen, Daniel?
Ja, ich bin ja quasi auf dem Weg. Ich loote ja nur die. Die Autos, die auf dem Weg sind. So eine Bank. Eventuell auch noch was drin. Und Gefängnis auch. Ein Minibike steht hier am Ortseingang. Das könnte sich als schlechte Idee erweisen. So wenig wie möglich laufen. Ja. Irgendwas klopft hier ganz. Oh, Junge. Ich wollte gerade sagen, das könnte ich sein, aber ich bin noch nicht nah genug dran, oder? Er ist ganz lustig, die Tür neben ihm ist frei. Er rennt lieber gegen die Tür, die noch zu ist. Naja, ist ein Zombie, der hat kein Gehirn. Nicht mehr. Auf jeden Fall nochmal Einkaufswagen mitgenommen. Wir stehen so schön rutschig. Ich hatte noch kein Glück. Kann man die Autokühler auch stacken? Nee, oder? Ich will nee, aber die gleich zerlegen. The fuck? Gute Nacht, Jule. Oh. Jo, Jule, schlaf gut. Wundere mich, warum das Moped nicht mehr fährt. Wenn man natürlich den gesamten Sprit aus dem Moped rauszutscht, dann kann nichts werden. Du müsst doch gucken, wenn ihr mit Shift-Linksklick Batterien und sowas versucht ins Inventar zu schieben, schiebt ihr die in das Motorrad selber, nicht in den Inventar vom Motorrad. Ja, ist mir halt auch schon wieder passiert. Denkt ihr daran, dass wir Blutmondnacht haben, ja? Also. Ja, easy. Josi fährt doch immer ziemlich zeitig los, da kriegen wir es hin. So, ich nehme mal die Abkürzung. Jetzt bin ich auch in der Stadt, Josi. Sehr schön. Hier stehen auf jeden Fall ziemlich viele vollständige Autos. Ich fahre mal gleich ein bisschen weiter. Ich muss hier erstmal Ordnung machen, damit ich eine Ruhe abbauen kann. Bewohner erledigen. Hm. Jo. Wo kommen die denn alle her, Alter? Naja, es sind ziemlich viele. Hey, eigentlich spielen wir nicht auf dem Namesgebiet. Da gibt es ja nur ein einziges Frostgebiet. Echt? Zum Glück kommen die immer aus allen Richtungen. Ja. Dafür ist eine Stadt extrem beschissen. Namesgebiet gibt es eine fertige Karte. Josi rastet wieder völlig aus. Schöner Peng, Peng, Peng. Ah. Pew, pew, that was all about. Pew, 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 pew. Oh. Josi,
Josi, nimm die Bolzen. Wir brauchen noch die Munition. Oh. Oh, ich bin so bekloppt. Jetzt. Ich hab's erstmal das Schrotflinte probiert, weil ich die ja tagsüber nicht verwenden kann. Dachts meine ich. Aber damit muss ich leider zu oft treffen, das zackt. Sie haben einen Haufen. Also mein Dings ist schon wieder kaputt, ich kotze ab. Sie haben einen Haufen Essen mit, Alter. Den Zombie einfach überfahren. Marius, hast du schon gelesen, Rotterdam? Nee. Christian hat Grillen vorgeschlagen. Jawohl. War auch ein bisschen begeistert. Ja, Leo, ich habe auch schon. Die Animationen sind sehr lustig gemacht und ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen, dass ich nicht treffe, obwohl ich eigentlich treffen müsste. Oh, doch, einen Autokühler hatte ich schon, na hey. Ich hatte. Hoppala, was ist jetzt passiert? Alles gut. Ich hatte jetzt schon zwei Autokühler, glaube ich, dabei. Er verarscht schon, wieso geht das nie? Ach so, deswegen. Oh. Also, wenn man einen blauen Korb auf seinem Moped hat und man findet noch einen, man will den dann mit dem. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja. Shift links klick, versucht den in der Mitte. Also, darauf habe ich vor 2 Minuten eigentlich davor gewarnt, ja. Kurz so ab ist das. Oh. Ich habe euch literally vor 2 Minuten ich genau davor gewarnt. Ich habe gerade komplett den Korb wieder ausgeräumt. Ich kotze so ab. Oh, hier war eine Waffenkiste mit nichts drin. Mensch, Mensch. Fuck my life in particular. Halt die Fresse. Komm her, du Affe. Wie redest du denn mit Marius? So wie immer deine. Wenn ja. Ich sauer bin, rede ich wirklich so wie. Wow! Kopf wegschießen ist immer noch die nächste Methode. Könnt ihr nicht wenigstens mal nützliche Dinge bei euch haben und nie immer irgendeine Rotze? Also nur zur Orientierung, Daniel, ich glaube 16... Hä, wieso ist mein... Was? Oh, ist das nervig. Lalalala. Wenigstens konntest du noch alles ins Inventar laden. Mir fliegt das immer regelmäßig durch die Gegend dann. Ja, ich freue mich, wie du gerade ganze Benzin leer gezutscht. Ja. Einfach nur gut. Gut, dass du nicht aus der Flucht warst. Ich bin gerade vom Minibike runtergeworfen worden und konnte nicht mehr rauf. Ist das nicht schön? Wäre doch langweilig, wenn alles perfekt laufen würde. Grund mich nicht an, komm raus, wenn du was willst. Bitte, sag mir, dass das Minibike jetzt noch mal steht. Kotze ab, wenn nicht. Geht noch da. Oh, wegen Carstens beschissenem Wasser. Was denn jetzt? Fall ich vom Dingens, da ist ein Fleck Wasser. Und deshalb fall ich immer sofort vom Minibike. Großartig. Carsten hat sich soeben neue Freunde gemacht. Gewesen. Ich hab's erst gar nicht gesehen. Oh, jetzt ist mein Dings kaputt. Ich kotze so ab. Jagdgewehr? Ja. Oh, Scharfschützengewehrteile, wirklich. Die muss ich doch mitnehmen. Josi, ich höre genau, wie du die Munition verheizt. Rat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 
Daniel, willst nicht wissen, wie viel Munition ich zuletzt alles schon mal hergestellt habe. Da ich das ganze Nitrat ranschleppe, nehmen wir das einfach raus. Irrelevant, wir leben in einer Gemeinschaft. Das ist irrelevant. Wir leben in einer Gemeinschaft. I don't care. Oh. Ein Wandtresor. Yeah.